Hallo Leute, willkommen bei diesem LS19 Tutorial Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man seine Maschinen putzen kann. Hier vor allem die Saatmaschinen, aber viele andere Maschinen auch, werden schon von einmaliger Benutzung sehr, sehr schmutzig und auch den Treckern sieht man die Arbeit ziemlich schnell an. Und nun ist die Frage, wie kriegt man sie wieder sauber? Außer man mag es, wenn die so schmutzig sind, dann kann man sie natürlich einfach so lassen. Aber es gibt eine Lösung für den Dreck auf den landwirtschaftlichen Geräten, und zwar einen Kercher. Den kauft man sich, mit P kommt man in den Shop, und das ist jetzt kein Gerät, mit dem man rumfährt oder so, sondern ein platzierbares Objekt. Das ist hier bei den Häusern. Also der Kercher ist wie ein kleines Haus. Und zwar bei Diverses findet man hier den Kercher. Und mit diesem Gerät lassen sich dreckige Maschinen säubern. Kostet 4.500 Euro. Das ist zwar viel Geld, aber für einen Farming Simulator Bauern ist das nur ein Klacks. Meistens kann man sich das noch leisten. Okay. Wenn man hier auf Details geht, dann kommt man in den Platzierungsmodus und sieht seine Farm plötzlich von oben. Und was macht man nun, wenn man es dahin platzieren will, wo man gerade vorher gestanden hat? Dann drückt man die Leertaste. Und dann kommt man dahin, wo man gerade vorher gestanden hat, aber noch weit drüber. Und also man kann... Hier an der Maus hängt der Kercher ganz klein und grün geisterhaft leuchtend. Und wenn ich hier an den Rand gehe, kann ich das bewegen, aber nicht besonders zielgerichtet. Hier müsste man jetzt erstmal drehen. Das macht man mit Q und E. Q geht so rum, E geht so rum. So. Und diesen Kercher platziert man am besten irgendwo hin, wo er nicht so arg im Weg ist. Und ich dachte mir, hier bei diesem, bei dieser Scheune macht es eigentlich Sinn, den zu platzieren, weil mit der Scheune kann man sowieso nicht viel anfangen. Ich will den, mit dem Mausrad gehe ich näher ran, da zoome ich, und ich will den nicht so rum hinstellen, sondern ich möchte den drehen. Das geht mit den Pfeiltasten nach links und rechts. Das wäre links und das ist rechts. So. Und wenn es rot ist, kann es nicht platziert werden. Dann ist es zu dicht am Haus. Und wenn es grün ist, kann es platziert werden. So. Und jetzt ein Mausklick und das Ding ist gekauft. So. Und ich könnte jetzt gleich noch einen zweiten kaufen. Aber ich denke mal, einer reicht für den Anfang. Okay? Das war jetzt Escape zum Rausgehen. Jetzt bin ich wieder im Shop drin, aber da brauche ich jetzt nichts mehr. Noch viele Escapes und dann bin ich wieder hier. Jetzt steige ich mal aus meinem Trecker aus mit E und gehe zu meinem Kercher hin. So sieht er aus. Jo, Kercher gibt es ja auch in echt. Habt ihr vielleicht schon von gehört. Und mit R benutze ich das Gerät. R. Und jetzt habe ich hier so eine Sprühpistole in der Hand. Und wenn ich mit der Maus drauf drücke, dann kann ich sauber machen. Und zwar wird immer das Gerät sauber, auf das ich gerade ziele. Und mal gucken, ist er jetzt schon zu sauber, um das zu zeigen? Nee, hier guckt euch mal an, das hier ist noch leicht schmutzig. Und ich putze jetzt hier hinten. So. Jetzt gehen wir mal wieder hier gucken. Jetzt ist das schön sauber. Das heißt, es ist egal, wo man das auf das Gerät zielt. Es wird dann immer das Ganze sauber gemacht. Aber es macht natürlich mehr Spaß und ist realistischer, wenn man wenigstens so ein bisschen hier so alles mal einsprüht, dann hat man das Gefühl, dass man eine gründliche Säuberungsarbeit geleistet hat.
Und man kann natürlich hier auch drum rumlaufen. So. Und die ist jetzt auch schon sauber, die Sämaschine. Und wenn man es ordentlich machen will, geht man jetzt zurück zu seinem Kercher und drückt wieder auf R. Und dann ist diese Sprühpistole hier wieder eingerastet und man hat schöne, saubere Geräte. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.